Hallo und willkommen zu Let's Play Dragon Age. Ich habe die Kommentare von euch abgewartet und man hat entschieden, dass ich die Zwerge nehmen soll. Ich nehme einen Krieger und ich werde hier den adligen Zwerg nehmen. Die Lebensweise des Königs der Zwerge übernimmst du voller Stolz deine erste militärisches Kommando. Nur um feststellen zu müssen, dass tödliche Familienintrigen ebenso wie größere Bedrohung darstellen als das Schlachtfeld. Das Grüße. Stimmt. Und hier kann man jetzt halt viel einstellen. Wie man aussehen allgemein. Ich finde find das am besten. Haare kann man auch machen. Wie man will, kann man sich jetzt den Charakter erstellen. Das sieht gut aus. Bart, den lasse ich so. Man kann so ziemlich alles einstellen bei dem Spiel hier. Augenform und allem drum und dran. Augengröße, Nase. Nasenform kann man sogar anpassen, wie man will. Lass ich so standardmäßig. Die Stimme, Porträt kann man wählen. Grüße. Grüße. Mir gefällt da am besten immer das Weise. Grüße. Und? Alles in Ordnung? Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Grüße. Grüße. Dann machen wir noch das Porträt, Hintergrund. Man kann ja schon aus der kleinen Geschichte raus am Anfang, wenn man die Rassen auswählt und dann die Zugehörigkeit jetzt zum adligen Zwerg, sich schon ein bisschen vorstellen, was passieren wird. Machen wir es so. Ohrringe. Ohrgröße, Nacken, Stärke. Nase, Augen. Konnte man nicht tattooen. Okay. Mir gefällt es zumindest gut. Und hier kann man auch die Intensivität und Farbe einstellen, wie man. Und dann geben wir ihm noch einen Namen. Weiter. Hier können wir unsere Attribute verwenden. Stärke ist für uns am wichtigsten. Stärke für den Schaden vor allem. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit hat größere Chance, Gegner zu treffen. Können wir schnell Gegner. Wille und Magie bezieht sich natürlich für die magischen Klassen eher. Da und Wille den durchbohrenden Waffen wie Dolchen und Pfeilen verursachten Schaden. Der wird an Angriff zu weichen und erhöht außerdem und der Schaden wird dadurch erhöht vom Pfeilen und so weiter. Klugheit bestimmt, wie schnell ein Charakter lernt. Um Fähigkeiten wie Kräuterkunde oder Kampf
Kampftaktiken zu erlernen. Ist eine schnelle Auffassungsgabe Voraussetzung? So heißt, wir können Kräuterkunde auch noch nehmen und weitaus interessantere Sachen auch noch. Stärke und Konstitution. Könnte man auch nehmen. Das müsste Gesundheit erhöhen. Oder die irre ich mich da? Chance und Fähigkeiten. Die Kräuterkunde oder Kampffähigkeit. Ist eine schnelle. Okay. Klugheit? Konstitution stellt für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit eine Chance eines Charakters, Entschuldigung. Eine hohe Konstitution hat direkt Einfluss darauf, wie viel Schaden ein Charakter verkraften kann, bevor er im Kampf fällt. Heißt, eine gute Konstitution sollte man uns auch zulegen, aber der Fokus von uns sollte erstmal auf Stärke liegen. Und wir sollten hier nicht vergessen Klugheit. Ich möchte jetzt aber bloß schnell mal schauen. Manipulation, weil das ist wahnsinnig interessant, dieser Punkt hier. Wir brauchen aber auch sehr stark hier diesen Skill Tree. Und dann müssen wir uns ein bisschen entscheiden, ob wir auf Gifte gehen wollen. Aber ich werde hier mal erst auf Manipulieren gehen. Weil das eröffnet in Gesprächen doch das ein oder andere. Den Schild können wir am Anfang nicht wegnehmen. Und jetzt könnte man auch schon festlegen, wollen wir Zweihandwaffen nehmen, was auch wahnsinnig interessant ist. Aber ich bin eher der für die Einhandwaffen. Zwar für die zwei Waffen. Bogen skill ich eigentlich recht selten. Aber man sollte vielleicht den ein oder anderen Skill auch hier reinwerfen. Zwei Waffen Ausbildung. Geschicklichkeit. Der Charakter ist im Umgang mit zwei Waffen geschickter worden und verursacht nun mit zwei Waffen eine Näherung normaler Schadensbonus. Oh, das ist cool. Dann werden wir diese beiden Punkte mal skillen. Spielen. Wir können den Schwierigkeitsgrad ja später noch erhöhen. Aber lassen wir ihn erstmal auf normal. Tief unter dem Frostgipfelgebirge liegt Orsama, die größere der beiden verbliebenen bekannten Zwergenstädte in dieser Welt. Orsama war einst der Sitz eines riesigen Reiches, verbunden durch das Tunnelsystem der tiefen Wege, das sich über tausende von Meilen erstreckte. Jetzt liegt die Stadt isoliert, abgeschnitten vom Rest der alten Länder der Zwerge durch den Vormarsch der dunklen Brut. In der Sicherheit der uneinnehmbaren Bauwerke Orsamas setzen die Adelshäuser der Zwerge ihre jahrhundertealten Kämpfe um die Macht fort. Attentate und Erpressungen sind an der Tagesordnung. Doch der Anschein von Ehre muss gewahrt bleiben. Du bist das zweite Kind von König Endrin, dem 9. von der Adelsversammlung gewählten Herrscher aus dem Hause Eidoken. Aufgewachsen bist du in einer Welt voller politischer Intrigen. Und musstest gegen deine Brüder und Cousins um Ehre und Ansehen kämpfen.
Heute findet ein Fest zu Ehren deines ersten militärischen Kommandos statt. Es ist der Eröffnungszug im sich ständig verändernden Spiel der zwergischen Politik um echte Macht. Grüße, Herr. Du bist angekleidet und bereit. Hervorragend. Ich konnte den zur Rüstung passenden Dolch nicht finden, aber ich habe ein ziemlich hübsches Langschwert aufgetrieben. Möchtest du auf dem Adelsfest auch deinen Schild tragen? Ja, sie sollen mich als Krieger sehen. Wenn allerdings alle anderen Adligen mit Schild und 3 Schwertern auftreten, wirst du dich schrecklich schlecht angezogen fühlen. Du machst dich lächerlich, mein Freund. Man kann diesen ganzen Aufmarsch und das Redenschwingen auch nicht wirklich ernst nehmen. Widmen wir uns wieder unseren Aufgaben. Der König erwartet, dass du erscheinst. Aber es gibt keinen Grund zur Eile. Die Oberhäupter der Adelsfamilien werden deinen Vater stundenlang mit Bittgesuchen und kleinlichen Beschwerden langweilen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Als Teil der Feierlichkeiten wurden Genehmigungen an Mitglieder der Händlerkaste versteigert, die ihre Waren im Adelsviertel anbieten wollten. Lord Harrowmont hat außerdem das Tornei eröffnet. Es bietet jungen Kriegern die Möglichkeit, sich vor der morgigen Schlacht miteinander zu messen. Vielleicht sollten wir ihnen mal zeigen, wie ein Einzelkampf richtig geht. Und mit wir meine ich dich. Ich übe mich derweil im Jubel. Das Tornei klingt spannend. Sehen wir uns das an. Sehen wir uns die Händler an. Es ist Kräfteverschwendung, sich vor einer Schlacht gegenseitig zu bekämpfen. Ich wäre doch sehr für das Tornei. Ich bin direkt hinter dir, Herr. Bis zum Fest gehört der Tag uns. Tutorial. Das Spiel kann aus vielen verschiedenen taktischen Blickwinkeln gespielt werden. Ja. Tutorial. Wir können hier jetzt halt Befehle erteilen, ganz normal. Und mit der Tastatur haben wir jetzt halt direkt Einfluss auf alles hier. Jetzt können wir wie ihr meint oder andere plündern. Ja, jetzt haben wir was bekommen. Hier sieht man, wir benötigen für das den Blutdrachenpanzerrüstung 38 Stärke. Die haben wir einfach nicht. Und wir haben noch ein paar andere Sachen. Wir können das ablegen und hier ausrüsten. Das können wir natürlich noch in unsere Leiste hier ziehen und wir können die Leiste beliebig verschieben, wie wir wollen. Machen wir es ja auch mal größer. Kann man gut gebrauchen. Diese ganzen Texte, die wir jetzt halt machen können, die durchlesen können, das machen wir später. Und hier haben wir jetzt halt eine kleine Kiste, wo wir das ein oder andere bekommen noch. Können wir jetzt halt nochmal nachschauen. Wir könnten jetzt halt einen Dolch nehmen, einen Hammer. Wir hätten hier auch noch einen Streitkolben. Dann werden wir doch den Dolch nehmen. Weil wir haben ja einen Bonus auf, wenn wir 2 Waffen haben. Betrachtet es als erledigt. Sieht echt schön aus, vor allem für die, das Alter des Spiels. Meinen Glückwunsch zur Ernennung zum Kommandanten, Herr. Hier ins Zimmer. Oh, verzeiht. Belens Zimmer. Sehr viele Wachen, was auch irgendwie verständlich ist. Königliche Wache. Weitere königliche Wachen.
Thronsaal, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen ja zum Turnier erstmal. Dein Vater hat den Händlern gestattet, ihre Waren während der Feierlichkeiten im Adelsviertel anzubieten. Wir finden bestimmt eine vernünftige Lösung. So steht es in den Aufzeichnungen. Händler? Hier gibt es die feinsten Dekorationen. Hier könnte man... Bitte, Meister Wolny. Meine Arbeit wurde vom Bewahrer anerkannt. Diese Bücher sind voller Lügen, verfasst von den Feinden des Hauses Wolny. Ich schreibe nur auf, was ich in alten Aufzeichnungen finde. Lord Eduken, ihr könnt doch für meine Arbeit bürgen, nicht wahr? Euer Vater liebte meine Abhandlung, die Geschichte von Eduken, Paragon König Friedensstifter. Was geht hier vor? Dieser Wurm hat ein Buch mit Verleumdungen über mein Haus geschrieben. Was wird darin behauptet? Das ist eine schwierige Anschuldigung. Das ist unwichtig. Es sind alles Lügen. Er behauptet, dass Wolny, der Paragon und Gründer meines Hauses, der in der ganzen Welt als Ideal eines Mannes bekannt ist, ein Betrüger war. Das stimmt nicht ganz. Wenn die Versammlung jemanden zum Paragon ernennt, erreicht dieser Mann oder diese Frau per Definition den höchsten Status, den man in der Welt erreichen kann. Sie gründen ihre eigenen Adelshäuser und werden als lebende Götter verehrt. Doch auch Paragons beginnen als einfache Männer oder Frauen. Wolny war mehr als nur ein einfacher Mann. Kommt zum Punkt. Warum ist Bruntin so wütend? Wie war Eduken, bevor er zum Paragon wurde? Gorim. Wolny wurde mit einer Mehrheit von nur einer Stimme zum Paragon ernannt. Und um diese Stimme ranken sich Gerüchte von Einschüchterungen, Intrigen und Bestechung. Die Aufzeichnungen über diese Abstimmung stehen in der Halle der Bewahrung und sind eine Tatsache. Nur weil einem die Geschichte nicht gefällt, ist sie noch lange keine Lüge. Ihr stellt euch auf seine Seite? Das wäre, wenn er ein solches Buch über euren Paragon Eduken verfassen würde. Ginge es um euer Haus, würdet ihr das anders sehen. Aber ich werde euren Wunsch respektieren. Zumindest für den Moment. Entschuldigt mich, Hoheit. Der Narr hat keine Ahnung, wie schwach sein Haus ist und wie weit unten seine Position dort ist. Soll ich ihn zum Schweigen bringen lassen, Herr? Nun, historisch gesehen war es meist weise, eine geringe Bedrohung auszuschalten, bevor sie größer wurde. Hm. Mir fehlt diese Weisheit. Hm. Wir können jetzt halt entscheiden, wollen wir ihn hinrichten lassen oder ihn leben lassen. Es kann im späteren Verlauf vielleicht hilfreich sein, aber auch nicht. Wie okay. Soll es geschehen? Verstanden.
Ihr habt euch heute als wagemutiger und angriffslustiger erwiesen, als die meisten von euch erwartet hätten. Ich hoffe, ich kann eines Tages ein Buch über die großen Taten schreiben, die ihr zweifellos vollbringen werdet. Der Befehl wurde erteilt. Er wird die nächste Stunde nicht überleben. Ihr habt bewiesen, dass das Haus Eduken ein Freund der Forschung, der Geschichte und des Ruhmes unseres Volkes ist. Vor allem die Arbeit fortsetzen. Selbstverständlich. Ich muss noch so vieles dokumentieren und organisieren. Ich wünsche euch einen guten Tag, Hoheit. Und vielen Dank. Nur so, das ist die einzige Intrige, die wir allgemein machen können. Ich habe es jetzt mal absichtlich gemacht, mal um zu zeigen, was für Intrigen es sich hier generell handelt. Ah, mein Freund. Okay. Atrast Valla, großer Bruder. Welch eine Überraschung, dir hier mitten unter dem gewöhnlichen Volk zu begegnen. Zumal es deine Pflicht ist, unseren Vater auf das heutige Fest zu begleiten. Hast du so wenig Respekt vor unserem Vater, dass du seine Wünsche selbst an einem Tag, der nur für dich gedacht ist, missachten musst? Lord Harrowmont hat mir mitgeteilt, dass unsere Anwesenheit erst in Stunden erforderlich ist. Ruhe! Wenn ich die Meinung des Sekundanten meines Bruders hören will, dann frage ich danach. Ja, Hoheit. Ich spreche mit Angehörigen niederer Häuser und Kasten, wie es sich geziemt. Jetzt tu, was ich dir sage. In Ordnung, ich gehe. Belen, vielleicht hattest du ja recht damit, dass unser Bruder seine Pflicht und seine Stellung doch nicht vollkommen missachtet. Ich komme später dazu, um auf dein Kommando anzustoßen. Komm, Belen. Ja. Was für ein Spaß. Es ist großartig, vom zukünftigen König herablassend behandelt zu werden. So ist es. Lass ihn uns einfach wieder genießen. In Ordnung? Ja. Wie wäre es mit dem dort? Herr, seid ihr auf dem Weg zur Tornei-Arena? Ja, ich möchte mir das Turnier ansehen. Wir wurden mit der Aufgabe betraut, euch zum Turniergelände zu eskortieren. Das hatte ich völlig vergessen. Entschuldige, ich hätte es dir früher erzählen sollen. Auf Befehl des Königs darfst du dich nicht ohne Wachen durch das gewöhnliche Volk bewegen. In Ordnung, wenn es meinen Vater glücklich macht. Wollt ihr dann aufbrechen? Ja. Wir stehen euch zu Diensten. Hoheit, es ist eine Ehre, dass ihr hier seid. Seid ihr hier, um zu verfolgen, wie diese tapferen Krieger euch zu Ehren kämpfen? Nicht jetzt, nein. Ich bin hier, um zu kämpfen. Das möchte ich auf gar keinen Fall verpassen. Vielleicht sehe ich mir eine oder andere Runde an. Und ich würde meinen, nein, ich bin hier, um zu kämpfen. Hoheit! Dieses Turnier findet euch zu Ehren statt. Dann ehrt ihn, indem ihr tut, was er sagt. Lord Eduken wird in diesem Turnier kämpfen. Ich werde ihn kämpfen. Selbstverständlich. Es ist natürlich euer Recht. Männer und Frauen von Orsama, wir haben einen weiteren Teilnehmer an diesem Turnier, das am Vorabend der Schlacht zu Ehren des Hauses Eduken stattfindet. Hier kommt Lord Eduken persönlich. Seid ihr bereit für euren ersten Kampf? Natürlich. Dann lasst uns beginnen! Dies ist ein Turnier des Ruhms.
das unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama zu Ehren des Hauses Eduken ausgetragen wird. Lord Eduken misst sich mit Alar Bimo, dem jüngsten Sohn von Lord Bimo. Darüber werde ich Meldung machen. Die Ehre ist auf meiner Seite. Der erste Kämpfer, der zu Boden geht, gilt als besiegt. Kämpft! Weitere Feinde erwarten uns! Wir kämpfen für die Ehre! Sieger ist Lord Eduken. Was für ein beeindruckender Kampf. Mit seinem Hammer ist Alar Bimo nicht zu unterschätzen. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Ja. Wunderbar. Dann lasst uns gehen. Dies ist ein Tornei des Ruhms, das unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama zu Ehren des Hauses Eduken ausgetragen wird. Lord Eduken trifft auf Edal Helmi, die älteste Tochter von Lady Helmi. Ruhm und Ehre eurem Haus, Hoheit. Der erste Kämpfer, der zu Boden geht, gilt als besiegt. Kämpft! Es ist recht sinnvoll, vor der Schlacht kurz mal zu pausieren, dass man taktische Sachen, Manöver ausführen kann. Aber jetzt haben wir eh nur ein One vs. One. Da geht es, wenn man zu Eduken! Das war eine wahre Freude für die Zuschauer. Viele konnten es nicht erwarten, dass diese Frau in die Schranken gewiesen wird. Euer nächster Gegner ist Sir Blackstone. Seid ihr bereit, gegen ihn anzutreten? Er gehört zu den Besten der Kriegerkaste. Er hat sich bei den Kämpfen in den tiefen Wegen außerordentlichen Ruhm erworben. Okay. So heißen, der kennt sich ein bisschen aus mit den Kämpfen. Dann lasst uns beginnen. Dies ist ein Tornei des Ruhms, das unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama zu Ehren des Hauses Eduken ausgetragen wird. Kämpft gegen Sir Blackstone aus der Kriegerkaste, den Anführer der Truppen in den tiefen Wegen. Das ist eure Ausbildung, Kind. Versucht etwas zu lernen, während ihr blutet. Ich wünsche euch viel Glück. Der erste Kämpfer, der zu Boden geht, gilt als besiegt. Kämpft! Waffen könnte man nicht wegstecken. Gut gemacht. Ihr habt bewiesen, dass selbst der Beste der Kriegerkaste einem edlen Eduken nicht gewachsen ist. Euer letzter Gegner ist Franklin Ivo.
Er hat heute ebenfalls viele Siege gefeiert. Seid ihr bereit, euch ihm zu stellen? Oder möchtet ihr euch vorher ausruhen? Selbstverständlich. Dies ist ein Tornei des Ruhms, das unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama zu Ehren des Hauses Eduken ausgetragen wird. Es bleiben nur noch zwei Kämpfer. Mit steinernem Rückgrat und eisernem Willen haben sie alle anderen Herausforderer besiegt. Lord Eduken tritt an gegen Friendlin Ivo, den zweiten Sohn von Lord Ivo. Ihr kämpft gut. Ich wünsche euch Ruhm sowohl heute als auch morgen. Möget ihr wie Stein sein. Der erste Kämpfer, der zu Boden geht, gilt als besiegt. Der Sieger ist Champion. Kämpft! Sehr schön. Eduken! Meinen Glückwunsch! Einen so erbittert kämpfenden Teilnehmer wie Friendlin Ivo habe ich selten erlebt. Ihr habt im heutigen Tornei jeden Krieger von Bedeutung besiegt. Der zeremonielle Helm, den euer Vater für den Sieger ausgelobt hat, ist euer. Ich werde ihn mit Stolz tragen. Euer Ruhm ehrt jeden Krieger hier. Dann rüsten wir halt gleich mal den Helm aus. Und der hat sich gelohnt, dass wir ihn holen. Konstitution plus 1, Willenskraft plus 1. Herr? Euer Wunsch ist uns Befehl.